sollte euch den Nachmittag nicht vermasseln. Du bist ja süß. Sag mal, brauchst du vielleicht eine kompetente Begleitung für die Ausstellung? Du? Ja. Aber ich verspreche dir, ab jetzt gibt's keine Geheimnisse mehr. Ich werde immer ehrlich zu dir sein. Das ist ja schließlich auch das Wichtigste in der Ehe. Ansgar, ich muss dir was sagen. Was denn? Ansgar, ich hab... Natalie, ich weiß doch, was du mir sagen willst. Was? Du willst mir sagen, dass du mich liebst. Dass du mich immer geliebt hast. Und dass du mich immer lieben wirst. Genau wie ich dich immer lieben werde. Ja, du hast recht. Genau das wollte ich dir sagen. Ich kann dir doch nichts vormachen. Darf ich? Oh, danke der Herr. Es ist mir ein Vergnügen. So, jetzt erzähl mir doch mal ganz genau, was du für dein Referat wissen musst. Naja, es geht um den Künstler im 21. Jahrhundert. Das Ende der Postmoderne und Wege in die Zukunft. Das ist so das Thema. Ja, da ist die Ausstellung ja genau das Richtige. Ja, ich wollte den Schwerpunkt auf diesen Neuseeländer legen. Nibon. Wieso gerade er? Ich denke, dass er mit seiner Ornamentik am deutlichsten zeigt, dass sich nicht nur die Welt der Kunst, sondern auch die Welt im Allgemeinen verändert hat. Wow, du scheinst dich wirklich schon eingehend mit der Thematik beschäftigt zu haben. Das interessiert mich eben. Natalie, du hast mir noch gar nicht gesagt, wann du mich heiraten willst. Bitte. 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 Also gut, du gibst ja doch keine Ruhe. Mhm. Du kannst das Aufgebot bestellen. Jo. Ach, da fällt mir ein, ich könnte dir mal zeigen, wie sehr ich dich liebe. Oh, hab ich total vergessen. Ich muss ja noch eine Probeübersetzung machen. Was? Ja, aber doch nicht jetzt. Natalie, sag's ab. Schon vergessen? So ein Übersetzungsbüro ist ab jetzt auch nicht mehr standesgemäß, Frau Gräfin. Ja, aber wenn ich einmal was zugesagt habe, dann mache ich das auch. Hätte so ein schöner Abend werden können. Sei mir nicht böse, ja? Ja, ich bemühe mich. Frohes Schaffen. Erstaunlich, dass so ein offenes Feuer auch immer irgendwie die Seele wärmt. Das ist wahr. Im Moment haben wir es ja alle bitter nötig. Du musst dich ja sehr einsam fühlen, nachdem auch noch Nico und deine Mutter auf große Fahrt gegangen sind. Es ist nicht für immer. Die beiden kommen wieder. Cecile fehlt mir so sehr. Ich muss immer an sie denken, an ihr Lachen, ihre Lebensfreude. Entschuldige, dass ich davon angefangen habe. Was muss Leonard nur durchmachen? Er hat alles verloren. Seine Frau und sein Kind. Ist es nicht zumindest ein kleiner Trost, dass ihr beide euch wieder ausgesöhnt habt? Aber um welchen Preis, Charlie?
Graf. Oh, Verzeihung, ich wollte Sie nicht erschrecken. Schon gut. Darf ich Ihnen Ihre Jacke abnehmen? Ihr Vater und Frau Schneider sind im Kaminzimmer. Ich soll Ihnen ausrichten, die beiden würden sich sehr darüber freuen, wenn Sie Ihnen Gesellschaft leisten. Kann ich sonst noch irgendetwas für Sie tun? Nein, danke, Frau Kepler. Ich bin wunschlos glücklich. Sehr wohl. Susanne. Lisa, Paul, ich bin wieder da. Hi. Ach, hey. Wie war es auf der Ausstellung? Sehr interessant, danke schön. Aber wie ich sehe, wart ihr zwei ja auch richtig fleißig. Ja, wir sind schon längst fertig. Paul kann wirklich super erklären. Ja, prima, dann könnt ihr gleich essen. Hm? Musst du denn gar nicht mehr Taxi fahren? Die Vorbestellung habe ich vom Arzt abgeholt. Dann habe ich über eine Stunde an der Halte gestanden. Die Stadt ist wie ausgestorben. Komm. Und du musst auch gar nicht mehr weg heute? Also nein, sollte ich? Nein, natürlich nicht. Wo steckt eigentlich Paul? Beim Training. Hat das noch geschafft? Ich hatte schon so ein schlechtes Gewissen, dass er hier meine Arbeit macht, während ich mit Carla unterwegs bin. Ach was, es hat ihm sogar richtig Spaß gemacht. Hast du doch noch Hunger? Nein. War alles zu Ihrer Zufriedenheit? Sehr lecker, danke. Willst du wirklich nichts essen? Wirklich nicht. Kann ich denn sonst noch etwas für Sie tun? Ich nehme noch einen Espresso und einen Cognac, bitte. Willst du noch was trinken? Für mich ein Wasser, bitte. Sehr gerne. Kein Koffein, kein Alkohol, ich bin im Training. Erstaunlich, dass du trotzdem noch so viel Zeit für die Kunst hast. Ich bin ehrlich beeindruckt, was du alles weißt. Da fällt mir was ein. Du könntest mir helfen. Ich? Hättest du Lust, im Auktionshaus das Archiv auf Vordermann zu bringen? Ja, das würde ich total gerne machen. Sicher? Ich meine, ich will dich nicht von deinem Training abhalten. Kein Problem. Schön. Jemand, der sich mit Spaß an die Arbeit macht, kann ich immer gut gebrauchen. Und falls ich mal einen Durchhänger habe, dann kannst du mich motivieren. Das wäre toll. Ich meine, ich könnte es bestimmt einrichten. Okay. Dann komm am besten morgen gleich nach der Schule vorbei. Dann zeige ich dir alles. Hi. Na, das nenne ich mal eine Begrüßung. Entschuldige. Schon okay. Endlich mal jemand, der nichts von mir will. Da unten war die Hölle los. Diesen Job als Geschäftsführer in der Kneipe, den habe ich mir doch deutlich leichter vorgestellt. Ansgar, hast du es ihm gesagt? Glaub mir, das ist doch besser so. Findest du? Nochmal, du hast nicht gelogen. Du hast ihm bloß nicht alles gesagt. Gregor, das sind doch Haarspaltereien. Ich habe Ansgar betrogen. Was ist, wenn er das irgendwann rausbekommt? Das wird er nicht. Ich schwöre dir, über meine Lippen kommt kein Wort. Und wenn auch du vernünftig bleibst, dann werdet ihr heiraten, ihr werdet 12 Kinder kriegen und glücklich leben bis ans Ende eurer Tage. Sagst du so? Das wird auch so. Ich weiß nicht. Lügen und Geheimnisse. Sowas rächt sich irgendwann. Ich glaube, wir müssen nicht langsam zur Schule. Nee. Lehrerkonferenz, wir haben frei. Lehrerkonferenz? Das ist doch wieder eine Ausrede. Nein, ehrlich. Sag doch auch mal was. Nee. Ja, also das mit der Konferenz stimmt. Euer Leben möchte ich haben. Soll ich dich bei deiner Arbeit vorbeifahren? Oh ja, gerne. Ich mach mich nur schnell fertig. Mhm. Ja?
Beeilst du dich? Susanne, wenn ich den ganzen Morgen fleißig lerne, darf ich dann ausnahmsweise nachher ein bisschen zu Konstantin? Also gut, aber nur, wenn du wirklich fleißig bist. Okay. Ach, danke übrigens, dass du gestern mit Lisa gelernt hast. Was? Wo bist du mit deinen Gedanken heute Morgen? Er ist verknallt. Blödsinn, ich habe gerade nur an meinen Job im Auktionshaus gedacht. Was für ein Job? Carla hat mich gefragt, ob ich im Archiv helfen kann. Carla? Das hätte sie mir doch erzählt. Ich habe sie heute nach dem Training getroffen und da sind wir so ins Quatschen gekommen. Du hast doch nichts dagegen, oder? Wenn die Schule nicht darunter leidet? Ja, Arno, ich bin dann soweit. Ja. Ja, komm. Ist das deiner? Du bereitest dich wohl schon auf deinen neuen Job vor. Nein, das ist meiner. Ich war doch gestern mit Carla in dieser Ausstellung und dieser Kneebone hat dir ganz besonders gut gefallen. Kneebone? Mhm. Nie gehört. Klingt Maori. Was? Von dem gibt es einen riesigen Bildband mit seinem Gesamtwerk. Den hätte ich Carla am liebsten geschenkt, aber leider unerschwinglich. Ach, sie freut sich sicher auch so. Also, schönen Tag euch. Euch auch. Vergeht keine Sekunde, in der ich nicht an dich denke, Cecile. Ich weiß, was du jetzt sagen würdest. Lass dich nicht so hängen, oder? Du hast ja recht. Zwischen Johannes und mir, da gibt es vielleicht sowas wie eine gemeinsame Zukunft. Das wolltest du doch immer. Das ist alles so bedeutungslos ohne dich, Sissi. Die ganze Sache mit Vater, das macht doch alles überhaupt keinen Sinn ohne dich. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Ich habe gestern dein Interview auf Business TV gesehen. Ich auch. Unser Ansgar zeigt echte Gefühle. Das war wirklich rührend. Oh, vielen Dank. Und das aus deinem Mund? Hat Nathalie das eigentlich ebenso empfunden, wenn ich fragen darf? Ja, ich denke, das hat sie. Und verziehen hat sie mir auch. Heißt das, es läuten bald die Hochzeitsglocken? Damit könntest du durchaus recht haben. Wir haben zwar noch nicht über einen konkreten Termin gesprochen, aber ich denke, auch das werden wir bald tun. Endlich gute Neuigkeiten. Wenn du Hilfe bei den Vorbereitungen brauchst, du kannst jederzeit auf mich zählen. Vielen Dank. Darauf komme ich sicherlich zurück. Ich bin fast gestorben, als Susanne direkt auf den Sessel zugesteuert ist. Ich hatte Panik, sie steht überhaupt nicht mehr auf. Weiß sie eigentlich, dass wir uns jetzt treffen? Nee, sie meint, ich soll zuerst Mathe lernen. Dann sollten wir das gleich auch mal tun, falls sie dich abfragt. Ich muss mal kurz... Bestellst du mir eine heiße Schokolade? Mit Sahne? Du bist mir süß genug. Paul, du bist ja auch hier. Hi, Konstantin. Ich muss da mal los. Ist der Typ gerade mit deinem Board abgehauen? Du hast dein Board verkauft? Also, das ist so. Ich brauche das Geld für einen Volleyballkurs. Und was ist mit unserem Urlaub? Ich leih mir ein Brett. Du, lass uns ein andermal darüber reden. Ich hab's jetzt echt eilig. Ciao.
Entschuldige, ich wollte dich nicht erschrecken. Möchtest du lieber allein sein? Nein, ist schon gut. Leonard, wenn es etwas gibt, was ich für dich tun kann, dann sag es mir bitte, ja? Nein, danke. Ich wollte sowieso mit dir sprechen. Ich glaube, es war keine besonders gute Idee, zurück zu euch nach Königsbrunn zu ziehen. Du fühlst dich nicht wohl, nicht wahr? Oder habe ich irgendetwas gesagt? Nein, nein. Ganz im Gegenteil. Ich will einfach zurück in unsere Wohnung. Sie ist unser Zuhause. Ich fühle mich Cecile dort näher. Also schön. Eigentlich ist mein Auto ja keine Bierkutsche, aber bitte, wenn du unbedingt zur Brauerei musst. Die Firma dankt. Kein Problem. Dem guten Freund leicht doch fast alles. Außer natürlich meiner Frau hier. Ja, ich habe schon gehört, dass ihr bald heiraten wollt. Schön. Ja, ich kann es kaum noch erwarten. Ja, wir sollten es jetzt nicht überstürzen. Doch? Ja, ich denke auch. Ich meine, ihr habt doch lang genug getestet, ob ihr auch zusammenpasst. Siehst du? Da hörst du es. Ja. Ach, Gregor, eins noch. Es bleibt doch dabei. Du bist mein Trauzeuge? Klar. Ist mir eine Ehre. Siehst du? Alles geritzt. In der Wohnung wird dich alles an Cecile erinnern. Und an euer Kind. Vielleicht will ich ja genau das. Ich weiß. Ich weiß. Doch, ich will aber unbedingt, dass du mir deine Hypotenuse zeigst. Na dann. Mach dich auf was gefasst. Guten Tag. Hallo. Hallo. Na, Großer. Wie geht's dir? Einigermaßen. Du willst doch nicht schon wieder weg, oder? Doch, ich will zurück nach Hause. Schade, du wirst mir fehlen. Du lässt dich also nicht von deinem Entschluss abbringen. Das hat mit euch nichts zu tun. Ich muss das machen. Und wir sehen uns trotzdem. Wir warten auf dich, stimmt's? Also dann, pass auf dich auf. Ich hätte eigentlich erst heute Nachmittag erwartet. Ja, die Schule ist ausgefallen. Ich hoffe, es ist okay, dass ich jetzt schon aufgekreuzt bin. Kein Problem. Je eher unser Archiv geordnet wird, desto besser. Was, für mich? Womit habe ich denn das verdient? Das ist wegen der Auktion. Ich meine, ich hätte das Bild ja nie selbst bezahlen können. Ach, schon okay. Ich hatte ja selbst ein Auge drauf geworfen. Aber jetzt kennst du hoffentlich die Regel Nummer 1 bei einer Auktion. Auf die Hände setzen, wenn man nichts ersteigern will. Ja. Willst du es denn nicht auspacken? Ja, doch. Den wollte ich schon lange haben. Woher weißt du das? Aber ich kann das nicht annehmen. Der kostet ein Vermögen. Ach was, ich habe den total günstig bekommen. Fast umsonst. Ja, na dann. Vielen Dank.
Hallo, hier sind Cecile und Leonard. Wir würden gerne selbst mit euch sprechen, aber leider geht es gerade nicht. Wir freuen uns aber über Nachrichten und melden uns dann. Ciao. Hallo, hier sind Cecile und Leonard. Wir würden gerne selbst mit euch sprechen, aber leider geht es gerade nicht. Wir freuen uns aber über Nachrichten und melden uns dann. Ciao. Charlie, mir ist einfach nicht wohl bei dem Gedanken, dass er ganz allein in dieser Wohnung ist. Ich kann dich gut verstehen, Johannes, aber jeder muss seinen eigenen Weg finden, mit dem Schmerz fertig zu werden. Ich weiß. Wenn ich ihm wenigstens irgendwie helfen könnte, aber wie kann ich das denn, wenn er sich so zurückzieht? Du musst jetzt Geduld haben. Leonard wird schon wieder auf dich zukommen, aber in seinem eigenen Tempo. Du hast ja recht, Charlie, aber ich... Johannes. Wenn ich ihm wenigstens irgendetwas abnehmen könnte. Aber was? Du, entschuldige, ich bin gerade auf dem Weg ins Krankenhaus. Du willst schon wieder arbeiten? Ja, gut. Ich will dich auch nicht lange aufhalten, Leonard, aber... Ja, vielleicht könntest du dir das bei Gelegenheit kurz anschauen. Grabstein? Ja, ich dachte, ich könnte dir in irgendeiner Art und Weise behilflich sein. Ich habe schon ein paar Sachen markiert, die ich recht geschmackvoll finde. Ich weiß ja, dass Cecile sich etwas Schlichtes gewünscht hätte. So? Und woher weißt du das? Leonard, entschuldige. Du willst bloß wieder alles an dich reißen. Aber dazu hast du kein Recht. Leonard. Cecile war meine Frau. Und dich hat sie verlassen. So. Hier kannst du die Bestände abrufen. Aber ob das wirklich alles im Archiv ist, das musst du leider ganz altmodisch im Keller rausfinden. Hi. Hallo. Ach so, ja klar, du hast ja Paul einen Job gegeben. Sonst würde ich mich auch mächtig wundern, warum er hier bei dir auf dem Schoß sitzt. Nun übertreib mal nicht. Was führt dich zu mir? Sehnsucht. Und ich habe dir auch noch was mitgebracht. Oh, da komme ich wohl zu spät. Du hast ja schon den großen Bruder von dem hier. Danke. Ja, den hat mir Paul gerade geschenkt. Wie bitte? Wie kommst du dazu, meiner Freundin so ein teures Geschenk zu machen?